Die Geländeplanung erfolgt in VI 2000 über die Funktion Geländelinie. Mit ihr werden vieleckige Linienzüge gleicher Höhe eingegeben, zum Beispiel in Form von Plateaus. Befinden sich mehrere solcher Geländelinien in unterschiedlichen Höhen nebeneinander, lässt sich damit eine Hangbebauung planen. Die Höhenunterschiede, also die Böschungen, werden vom Programm automatisch erzeugt. Dabei gibt es einiges zu beachten. Zum einen dürfen sich die Geländelinien nicht kreuzen und zum anderen sollte man für eine saubere Geländeplanung möglichst exakt arbeiten. Das möchte ich Ihnen einmal an einem schlechten Beispiel demonstrieren. In dieser Planung wurden testweise ebenfalls zwei Geländelinien unterschiedlicher Höhe eingegeben. Links eine tiefer, rechts eine höher gelegene. Die automatisch generierten Böschungen dürften nicht ganz den Erwartungen entsprechen. Wie Sie sehen, finden sich steil aufragende Flächen links und rechts des Hauses. Und die Hangneigung zeigt einen Knick. Beides hat seine Ursachen in der Form der zugrunde liegenden Geländelinien. Um deren Eckpunkte miteinander zu verbinden, werden geneigte Dreiecke erzeugt. Die steil aufragenden Flächen entstehen dort, wo das Programm gezwungen wird, lange, schmale Dreiecksflächen mit großem Höhenunterschied zu erzeugen. Wären aber die beteiligten Eckpunkte dieser Dreiecke alle in derselben Flucht und damit ein gerader Rand der Geländeplanung nach außen gegeben, entstünden diese steilen Dreiecke gar nicht erst. Der Knick im Hang entsteht, weil das eine Dreieck, hier mit der Spitze nach unten, den Höhenunterschied auf größerer Distanz überwinden soll, als das andere Dreieck dieser Böschung, hier mit der Spitze nach oben. Würden die sich gegenüberstehenden Kanten der Geländelinien parallel verlaufen, hätten beide Dreiecke dieselbe Neigung und es käme nicht zu diesem Knick. Um sich die exakte Eingabe der Geländelinien zu vereinfachen, bietet es sich mitunter an, eine Hilfskonstruktion zu erstellen. Da die Eckpunkte der Geländelinien einen möglichst geraden Abschluss nach außen aufweisen sollten, wird als erstes ein Rechteck auf den Konstruktionslayer 1 gesetzt. Bei gedrückter Taste Alt GR gelingt dies mühelos und verdreht. Der schräg verlaufende Hang wird mit einer Hilfslinie skizziert. Ihren Verlauf kann man bei Bedarf auf bestimmte Punkte beziehen, hier zum Beispiel mit feststehenden Abständen zu Treppenpodest und dieser Hausecke. Die zweite, parallel verlaufende Linie wird gegebenenfalls über einen weiteren Bezugspunkt und die Zeichenoption Paralleles Zeichnen hinzugefügt. Für diese muss die Bezugskante angegeben werden. Ihren Endpunkt erhält diese neue Linie über die Tastenfunktion STRG und L. Die beiden Hilfslinien werden nun mit der Funktion Linie trimmen, dehnen, einschiften bis zum äußeren Rechteck verlängert. Dafür muss jedes Linienende zunächst angeklickt und anschließend seine Bezugskante bestimmt werden. Die Eingabe der Geländelinien erfolgt nun anhand der so konstruierten Eckpunkte. Nach Auswahl der Planungsfunktion wird die erste Ecke angegeben. Bei der Abfrage der Höhe schlägt das Programm immer die festgelegte Sockelhöhe vor.
Sind rundherum alle Eckpunkte angegeben, wird die Eingabe mit einem rechten Mausklick abgeschlossen. So auch bei der zweiten Geländelinie, die allerdings in einer anderen Höhe sitzen soll. Nun kann das Gelände in der 3D-Visualisierung betrachtet werden. Das Haus steht schräg an einer Böschung. Eine Seite befindet sich vom Treppenpodest bis zur Hausecke komplett auf dem höheren Geländeniveau, die andere komplett auf dem tieferen. Erzeugt werden konnte das, weil sich die relevanten Kanten der oberen und der unteren Geländelinie des Hanges parallel gegenüberstehen. Unter Ausnutzung dieses Wissens ließe sich der Hang auch etwas detaillierter gestalten. Beispielsweise könnte er an beiden Seiten lotrecht an das Haus stoßen. Hierfür wird die Hilfskonstruktion erweitert. Vor beiden Außenwänden wird mit einem Abstand von beispielsweise 1,50 Meter je eine zusätzliche Hilfslinie benötigt. Das Setzen erfolgt ausgehend von einer Hausecke durch Maßeingabe über die Tastenfunktion STRG und E. Die Vorschau der Linie wird bei gedrückter Taste Alt-GR ausgerichtet und ihr Endpunkt wieder über die Tastenkombination STRG und L angegeben. Und erneut werden die Linienlängen über die Zeichenfunktion Linie trimmen, Dehnen einschiften endgültig angepasst. Die bestehenden Geländelinien müssen den neuen Platz machen, da es sonst zu Überschneidungen kommen würde. Die Eingabe der beiden neuen Geländehöhen erfolgt nun unter Berücksichtigung der hinzukonstruierten Eckpunkte. Innerhalb des Hauses kann der Versatz zwischen den beiden Fluchten bei gedrückter Taste Alt-GR angegeben werden. Die Eingabe der zweiten Geländelinie erfolgt wieder analog zur ersten. Ist das geschehen, zeigt die 3D-Visualisierung die neu geplante Form des Geländes. Sofern sich die einzelnen Eckpunkte der Geländelinien paarweise entlang paralleler Kanten gegenüberstehen, faltet sich das Gelände in der einfachstmöglichen Form.